Pyramide war gestern und gestern ist heute. Let's go. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider. Gleich kommt Guido, das ist auch ein Insider. Und wenn das Format genauso feiert wie ich, dann lasst gerne Liebe da. Und damit gehen wir rein in die Pyramide. Guido, was los? Let's go. Ich sag's heute mal so, in meiner Welt wird man mit Schulden geboren. Keine Schuluniform, wir tragen Louis Vuitton. Aktuell, er trägt vielleicht keinen Louis Vuitton, aber Swaggy im Brunswick Zipper unterwegs. Ich grüße meinen kleinen Cabron, Tobi. Einfach Kapital Kessem, ich fass es nicht. Geil, ja. Ich sehr liebe gut, die oder? Musikintros. Was geht, Liga Insider Community? Ich hoffe, euch geht's gut. Sehr, sehr gut. Nice. Ich freue mich wieder mit dir heute zu plaudern, mein Lieber. Ich bin in Plauderlaune und in Rank-Laune. Feedback war jemand Spektakuläres dabei in den Kommentaren unter der Pyramide. Und zwar @kickbaseguide. Sonntag Comeback. Ich werde Mamusch so safe vom Thron stoßen. Deswegen erstmal, wie geht's dir, Tobi? Und wie war das Spiel? Hast du Taten folgen lassen? So, Kessem, wir gehen rein in die Pyramide. Ich würde sagen, ich starte mit meinen Keyplayern und würde den ersten folgen. Ich habe nicht gespielt, Kessem. Oh, nee. Oh Mann, ich habe Freitag, ja. Ich habe Dienstag voll mittrainiert, lief alles super. Ja. Ich habe Freitag voll mittrainiert, lief alles super. Letzte Spielform, Abschlussspiel, wirklich for Scheiße. Real, die letzte Aktion des Trainings. Schuss mit der Innenseite, bam, wieder rein, wieder raus. Ja, Kater, also ist wirklich krass. Ich gebe es aber jetzt für dieses Jahr auf. Ich werde jetzt dieses Jahr kein Spiel mehr machen. Ich werde den Winter nutzen und dann komme ich wie Leon Goretzka zurück oder wie Fonzo Davis nach der Leon Goretzka Anabol-Transformation und dann geht es in der Rückrunde ab. Dann bin ich am Start. War wieder linke Seite oder rechte? Nee, tatsächlich die rechte. Ich check's nicht. Also irgendwas stimmt auch nicht. Ich habe auch jetzt nochmal Arzttermine vereinbart etc. Blut checken lassen, großes Blutbild und so weiter. Irgendwas ist ganz komisch. Ich sage immer, ich lebe, ich esse und ich trainiere wie ein Profi und ich verletze mich wie jemand, der jeden Samstag saufen geht, obwohl ich nicht mal Alkohol trinke. Es ist keine Ahnung, ich check's nicht. Vielleicht fehlt mir auch der Alkohol, wer weiß. Vielleicht brauche ich das ein oder andere Hopfengetränk, damit ich mal fit bleiben könnte. Ich weiß es nicht. Brauchst du nicht. Vielleicht haben wir einen Arzt in den Kommentaren. Gerne mal melden hier. Und nein, alles gut. Wir gehen wieder in die Community, mein Lieber. Ich habe hier @lunox-pb3lm. Sicker als der Sicko Dome. Ich war ja im Urlaub auf Events, weißt du ja, Amsterdam. Ja. Und der Bruder war auch da. Deswegen Big Love an die komplette Legende Lunox, der Bruder, den ich nie gesehen habe. Also das ist schon mal echt richtig geil. Dann haben wir @archomsdesign. Ich mag euer Duo sehr gerne. Tolle Videoidee. Bleibt Woche für Woche spannend und gibt einen guten Überblick für Spieler und was aktuell los ist. Außerdem sehr unterhaltsam. Dann hat er einen konstruktiven Einwurf und da möchte ich gerne einmal kurz drauf eingehen. Er sagte nämlich, Guido, dass du mich unterbrichst. Und da einmal für alle Zuschauer, wir recorden ja hier auf 2 Tonspuren und ich bin am Ende der Schneidemann, der das quasi dann auf eine Tonspur packt. Und da kann es sein, dass das nicht 100% synchron ist. Deswegen hat sich das vielleicht letztes Mal minimal so angehört, dass mir Guido reinlabert. Und nichtsdestotrotz brauche ich das auch, dass du mir mal reinlaberst. Machst du ja nicht, aber dass wir hier auch ein bisschen Feuer haben natürlich. Ne? Das brauche ich natürlich auch von dir. Aber deswegen das nehme ich ein bisschen auf meine Schnittkappe, dass vielleicht das nicht 1:1 synchron war. Ja, aber, konstruktive Kritik auch immer gewünscht. Finde ich richtig cool, ehrlich. Ja. Genau, da muss man einfach ein bisschen drauf gucken. Ich bin auch jemand, das ist so ein bisschen die Creator-Krankheit. Ich habe immer den Drang, was zu sagen. Aber ich glaube, letztes Mal, mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, war die Spur einfach leicht versetzt und dadurch sind wir da öfter mal quasi ins Wort geraten. Kessem, da musst du dein Editing-Game noch ein bisschen upsteppen und dann sollte das fürs nächste Video passen. Hau ab jetzt. So, und im Outro schreibt er aber, die Kritik richtet sich nicht an euch persönlich, ihr alles seid gut. Toll. Hast du gehört, Kritik ist immer erwünscht, Freunde. Das ist ernst gemeint. Also schreibt sowas immer gerne. Man kann sich nur verbessern, wenn ihr was Cooles in die Kommentare schreibt. Das ist wirklich ernst gemeint. Ja. Er hat aber gesagt, ihr seid toll, das hast du gehört, ne? Deswegen, ihr habt eben schon Herzchen gezeigt. Liebe, jetzt gerade. Nice, richtig cool. Und heute Morgen habe ich ihn gelesen. @robertw4.4460. Kessem sieht einfach aus wie Tobi mit einer besseren Hairline. So, wir gehen mal wieder rein in die Pyramide und starten mit den Keyplayern. Bodenlos. Oh Mann, Hammer gut. Das ist bodenlos. Robert W. Legende. Kann ich für meine Polacko-Haare, Freunde. My man. Bin halber Pole, da hat man schon mit 10 Haarausfall. Ich kann nichts dagegen machen.
Alles klar, Toupet schicke ich dir rüber und ja, Tobi Toupet geht mit mir heute wieder in die Formpyramide. Wir starten rein, mein Lieber. Heute reden wir über die Abwehrmonster der Bundesliga im Gamechanger-Ranking und die verfügen aktuell über das größte Momentum. Die aktuell beste Form, wie immer haben wir den Keyplayer, Tobi, Schlüsselspieler des Teams, Elite, Keyplayer in richtig gut, Weltklasse, die Gegner bekommen Angst, wenn man dann mal auf dem Spielfeld steht und Legende, Magnet überall. Und dann veredeln wir das wieder, wie gehabt, Tobi, du kennst es, mit unserem Mann pro Reihe. Und die Besonderheit heute, das weißt du aber auch schon, vor 4 Wochen haben wir das Ding schon mal gerankt, deswegen gibt's hier heute wieder Pfeile nach oben, hell yeah, nach unten und auch New Sticker. Und eine Sache kann ich jetzt schon sagen vorab, Tobi, ich habe eine neue Legende und ich habe Weltklasse auch nochmal frisch poliert, da sind auch 2 neue Jungs drin, bin ich mal ganz gespannt heute, wie wir da in den Einklang kommen. Da kann ich schon mal Sticht sagen, zumindest was die grundsätzliche Tendenz angeht. Aber sehr, da kommen wir gut später zu, auf jeden Fall. Sehr, sehr stark, mein Lieber. Und dann? Ich bin gespannt, ob wieder ein Min Jae Kim dabei ist. Nicht, ob er dabei ist, ob wieder irgendein Min Jae Kim dabei ist. Die Leute, die letzte Pyramide gesehen haben, die wissen, was gemeint ist. Sehr gut. So ist es. Nice, mein Lieber. Du dürftest starten mit dem ersten Player auf Key. Soll ich direkt den Kommentarbereich anzünden? Ja, komm, mach es. Alejandro Grimaldo ist nur ein Keyplayer. Ja. Er war letztes Mal unsere Legende. Das ist der größte Downfall seit keine Ahnung. Er droppt für mich komplett runter in die Keyplayer rein, weil ich ihn in den letzten 3 Spielen komplett unsichtbar fand. Und wir bewerten die Form, wir bewerten das Momentum. Ich fand den extrem trash gegen Bremen am Wochenende. Das war die No-Show des Grauens. Mhm. Alejandro Grimaldo hat für mich in den letzten Spielen so krass abgebaut, dass es bei mir nicht mal für Elite gereicht hat. Also ich habe ihn komplett runtergedroppt in die Keyplayer. Und wir haben letztes Mal gesagt, wir müssen Jamal Musiala anzünden. Er kommt zurück mit einer MVP-Performance. Vielleicht können wir an der Stelle auch Alejandro Grimaldo anzünden, dass er auch wieder zurück zur alter Stärke kommt. Finde ich geil. Also ich habe mir da notiert, ich sehe es gerade nicht. Also ich sehe ihn auch nicht, auch wie du es jetzt gesagt hast. Ich sehe ihn auch nicht, das trifft es ganz gut. Ja, es ist für mich... Ist vielleicht schon eine Enttäuschung der Saison. Man will ja nicht zu weit vorgreifen, aber vom Gefühl her, ich kenne ja auch unsere Leverkusen-VA-Gruppe, da ist der ein oder andere erbost und auch geschockt von dieser aktuellen Form, Spieler. Ja. Was man ihm aber zugute schreiben muss, der Gute hat immer noch Torschussvorlagen. Letzten 3 Games 8 Stück, Guido, also von daher... Das ist wiederum positiv, das hält ihn auch in unserer Pyramide, aber kein Scorer letzten 4 Spiele und darunter sind auch Kiel und Bremen, das sind jetzt keine High-Roller. Ich habe ihn immerhin noch auf Elite geparkt, aber ich habe ihn mal in Klammern gesetzt und stelle das zur Diskussion, finde aber deine Argumentation komplett richtig. Ja. Ich mache auch mal Klammern bei mir rum. By the way, ich habe mal sehr prominent im Podcast gecallt, dass ich in der Premier League 9 Tore machen würde. Und warum ich das jetzt anbringe, mache ich natürlich nicht, aber warum ich das jetzt anbringe ist, ja, der hat natürlich die Torschussvorlagen bei Leverkusen, aber er spielt auch immer noch in der 2. besten Mannschaft der Bundesliga. Also irgendwas muss ja vom Laster fallen. Und ich habe jedes einzelne Spiel tatsächlich von Leverkusen bei 90 Minuten gesehen, die letzten 3. Und in allen 3 fand ich ihn nicht wirklich überzeugend. Und deswegen haben wir mir halt diesen kompletten Absturz gegeben, ab in die Keyplayer. Aber in Klammern ist erstmal fair, müssen wir gleich mal gucken, was wir noch da mit reinwerfen wollen. Nice, reinwerfen ist das Stichwort. Ich werf mal den Nico rein, Schlotterbeck, Traumspiel gegen den Kiez-Club. Hast du gecallt auch da in deiner Preview-Show? Einfach 160 von 161 Pässen da angebracht. Das ist geil, 99%. Dann hat er da Ballaktionen auch, 171. Dann die Long Passes, 7 von 8. Absolutes Überspiel. Luftkämpfe, mittlerweile ist er die 7. Gibt dir da 78,3%. Pässe über 90%. Und jetzt fallen dir hier die Spieler aus, ne? Mit Valdi und Uriasson. Also der wird jetzt noch mehr zu tun bekommen. Deswegen Nico, new Key Player in unserer Pyramide. Ja, Kessel sticht. Wunderbar. Können wir recht schnell machen. Ich habe sogar überlegt, ihn gar nicht erst reinzupacken, muss ich ehrlich sagen, weil ich halt, das eine Spiel war halt überragend, aber die anderen beiden waren so, aber letztendlich ist das ja auch wichtig. Natürlich wollen wir die Form bewerten, aber wir wollen auch so ein bisschen dieses Gesamte bewerten. Und ich finde, Nico Schlotterbeck ist definitiv nicht daran schuld, dass der BVB gerade so ein kleines Formloch hat. Zählt da für mich auch zu den wichtigsten Männern in der Verteidigung. Ist für mich auch mittlerweile fast schon der wichtigste Innenverteidiger beim BVB.
Und deswegen für mich auch. In Key Players am Ende reingekommen, das trifft für mich von der Definition her eigentlich perfekt, aber höher sehe ich ihn auch noch lange, lange nicht. Wie gesagt, Tendenz sogar fast eher. Der hängt ganz unten am letzten Baustein der Pyramide. Der kraxelt sich da gerade hoch durch die Rohpunkte-Performance. Aber muss er noch ein bisschen mehr Gas geben, dass er höher reinkommt. Geil. Kann ich unterschreiben. Top. Und du haust den nächsten Schlüsselmann raus. Yes. Ist jemand, den ich gar nicht so mega impressive finde, aber wenn du in der Mannschaft spielst, die gerade mal 3 Tore bisher in der Saison bekommen hat, dann muss er hier irgendwo drin vorkommen. Ich habe Lükeber mit drin bei den Keyplayern. Finde, er spielt eine super solide Saison, macht da einen geilen Job. Neben Big Willy Orban, über den wir später noch reden werden. Und deswegen ist er bei mir in die Keyplayer reingekommen. Ja, weil einfach noch so ein bisschen was fehlt, um ihn noch höher reinzupacken, aber ein Keyplayer ist er für mich auf jeden Fall. Super Passspieler, immer eine krank hohe Passquote. Einfach ein hammergeiler Spieler, deswegen ab in die Keyplayer mit Lükeber. Sticht. Letzten cool, 4 Wochen ein Gegentor, das kam gegen den SC. So krass. Da pennt aber Benny und deswegen ist Lükeber da aus dem Schneider für mich. Gefällt mir auch gerade super in der Kombi mit dem Kapitän, über den wir wahrscheinlich heute auch noch sprechen werden. Und mit Sicherheit. Ja, und der Typ ist 21, ne? Ich finde das halt Wahnsinn. Super passsicher auch da, 87+%, 87,6. 2 Kämpfe, hallo. Da ist ja die 8, Tobi. Also Wahnsinn. Crazy, ja. Aufwachen, ne? Und gibt ja auch Luftkämpfe. Genau, 2 Kämpfe, 66,7 Luftkämpfe, auch über 64%. Springt höher als mancher NBA-Star. Also unser New Keyman. Castello, wollte ich letzte Woche, oder letzt vor 4 Wochen schon drin haben und jetzt schafft er es rein. Stimmt. Sehr hat cool. Es nicht gepackt, ja. Nice. So, wenn du den ersten schon angezündet hast, dann fackel ich hier mal weiter mit Jonathan Tah. Also der wirkt auf mich komplett lost. Ich habe mir nochmal die Szene angeguckt, weil wir hatten da einige Kommentare drin. Ich grüße hier mal Fango Mango 6710. Duell Sick gegen Ikitike. Hab ich mir nochmal angeschaut. Ist ein klarer Elfer, Tobi. Also der springt ihm da ja nur hinten in den Rücken rein. Klar, Timing. Ne, wenn du da auch in der Luft stehst und ich gehe dir da auch in den Rücken, sorry, Bro, das ist einfach kein gutes Timing. Ich weiß auch nicht, was der Schiri da, was der da gepfiffen hat. Und dann jetzt das Spiel gegen Bremen. Junge, also ich weiß nicht, ob der auch noch zu viel Bayern-Wechsel im Kopf hat, aber der taucht da gerade ein bisschen ab. Ich würde ihm auch noch mal den Schnorchel reichen. Aber also Daten sehen noch gut aus, Pässe weiterhin in die 4. Zweikampf, Luftkampf, Tackling, alles noch Top 20, aber so, mir fehlt so Mentality, Strongness, strahlt er für mich gerade nicht aus, deswegen, ich würde ihn 2 Plätze down schicken. Ja, ist für mich vollkommen valide. Ich habe ihn am Ende in Elite drin. Ah ja. Du hattest ja da Grimaldo. Ich finde Tah trotzdem noch mal deutlich stabiler als Grimaldo bisher gewesen. Ja. Zumindest in den letzten Spielen. Grimaldo war für mich halt wirklich die Definition von einer No-Show und Tah, ich meine, für den ist auch ein bisschen schwieriger, da sonderlich positiv rauszustechen. Ich finde, er macht es immer noch weiterhin solide. Für mich mehr als ein Keyplayer, aber auch Elite wirklich am untersten Ende. Also wäre für mich auch valide, wenn wir den. Eigentlich können wir das jetzt settlen hier. Habe ich mir auch schon gedacht. Oder wollen wir müssen wir es jetzt settlen, ja. Du bist eigentlich der Wartemann von uns beiden. Du bist eigentlich immer noch der Geduldsmann. Der ich will nur den Kessel im Editing schonen. Ich weiß. Ist auch mega lieb. Ich habe jetzt auch eben schon gedacht, ob wir direkt Grimaldo über Tah packen. Aber ich will einfach alles hören hier. Ich will die ganze Bäckerei, ich will alle Baguettes, alle Croissants rein. Fällt mir. Ja, ja. Deswegen. Ganz kurz off-topic, favorite Ding, was du dir beim Bäcker ziehst? Ach, gar nichts eigentlich. Ich bin ja leider glutenfrei unterwegs. Deswegen ich muss da immer meine speziellen Baguettes im Vorhinein schon einkaufen. Ja. Genau. Grüße da an die Fabrikate. Sehr gut. die den Kram Kein Bäckerei-Placement. Schade. Ja, ja. Nee, heute nicht. Gut, von dir, ich würde sagen, ich mache mal weiter mit jemandem, den wir letztes Mal auch schon in den Keyplayern drin hatten. Dann lassen wir mal Grimaldo und Jonathan Tah noch offen. Mhm. Ich habe wieder Erik Smit mit dabei, weil ich finde, dass du nicht viel besser spielen kannst als Erik Smit, gerade in der Konstellation, in die er spielt beim FC St. Pauli. Er macht für mich da einen überragenden Job und ist für mich einfach die Definition von einem Keyplayer. Ohne den würde es da echt schaurig aussehen in der Verteidigung. Ja. Ich fand ihn jetzt auch wieder im Aufbau gegen Wolfsburg sehr, sehr gut. Der hat einfach eine super cleane Zweikampfführung, ist in der Entscheidungsfindung einfach super unterwegs und wenn der fit bleiben kann, ist das so ein riesen essentieller Baustein für St. Pauli und deswegen Erik Smit bei mir wieder in den Keyplayer mit drin. Perfekt, perfekte Analyse, auch Definition von Keyplayer, gefällt mir natürlich hier als Pauli-Fan,
für mich sogar Definition eines Elite-Players. Also ich habe Freiburg notiert, in Freiburg, Big Game, dann Dortmund, Screamer, und gegen Wolfsburg war auch solide. Dann hat er ein geiles Ted-Game, mein Lieber, blende ich ja auch nochmal ganz kurz ein. Und du hast gesagt, du hast es gesagt, Zweikämpfe sind top bei ihm, die meisten gewonnen, ne, overall. Von war daher, wirklich super clean. Ja. Wirklich Wahnsinn. Tacklings ist er auch die 5. Also gib dem Mann einen Shot auf Elite, packen wir in die Klammern. Ich würde den Schweden gerne hier eins hochschicken. Der war letzte Woche schon. Der hat sich wirklich angestrengt, Mann. Mit so einem Ding da gegen Dortmund, Mann, bin ich. Wir haben ihn auch beide gepickt beim Keyplayer, ne? Wir haben da beide unseren schönen Emoji oder unser schönes Gesicht drauf gesetzt als unseren Pick. Stimmt. Da wurde er noch mehr befeuert, natürlich. Deswegen, der war richtig am Start. Ja, richtig gut. Ich habe den erstmal hier eingeklammert. Würde mich freuen, wenn wir den auf Elite packen. Müssen wir gleich mal gucken, was da noch kommt. Perfekt, perfekt. Hast du nur Keyplayer übrig, Kessim? Ich habe noch ein paar Keyplayer, ja. Und wir gehen mal weiter. Und auch, ich habe hier noch zwei. Mal gucken, was du sagst. Auch er kühlt ein bisschen runter gerade. Tuta, zwei Plätze habe ich ihn down. Dream Game gegen Kiel, das habe ich noch mitgeschnitten. Da auch mit Doppelscorer. Gegen Bayern fand ich ihn auch stabil. Gegen Leverkusen fand ich ihn etwas anfällig. Da kam er nicht in die Duelle, auch 0% Boden und Luft. Also bodenlos da auch. Und aber das ist halt auch Leverkusen, von daher okay. Natürlich ein starker Gegner. Klärung overall immer noch die 3, das ist sehr gut. Und Passquote ist auch über 90%. Gegen die Bayern auch 95% Pässe, hat er auch stark gespielt. Aber gestern gegen Union war auch super. Bringt da auch sogar 2 von 3 Schüssen aufs Tor. Also Shooter, Tuter. Ich habe es eigentlich total positiv geredet, merke ich hier gerade. Also vielleicht eigentlich auch eher Elite. Ich habe ihn auch schon Elite, kann ich sagen. Ja, okay. Komm, weißt du was, also, dann machen wir hier direkt Tuter, Elite, Sticht. Geil, perfekt. Ja, ich finde halt immer noch, dass Tuter einfach so überragend spielt dieses Jahr. Auch in den letzten Spielen, auch wenn das, wie du sagst, was den reinen Output, egal ob es Zweikampfquote, Scoringwerte etc. angeht, leicht runtergegangen ist. Der wirkt einfach wie der absolute Boss bei Frankfurt. Also ich finde, der gibt dem Laden da so eine geile Struktur, bringt eine total geile Leadership mit. Ich fand ihn tatsächlich auch in der Euroleague sehr stark, hat auch noch ein Abseits-Tor gemacht. Jetzt gestern gegen Union 2-3 Schüsse aufs Tor gehabt. Also ich weiß nicht, was der da im Sommer gegessen hat, aber der hat richtig reingehauen. Also der war auch beim 5-Sterne-Buffet in der Allianz Arena, so wie ich. Und der ist richtig da. Und ich habe auch natürlich überlegt, ihn runterzupacken, aber unter Elite fände ich schon irgendwie sehr hart, weil er für mich immer noch wirklich elitär in diesem Frankfurter Konzept ist. Und deswegen bei mir Elite und bei dir jetzt bekanntlich auch. Ich glaube, der war in der Bäckerei. War in der Bäckerei. Frankfurter Zauber-Croissant. Ja, ja. Oder gibt es da so ein Frankfurter Semmel oder kriegst du da nicht irgendwas? Es gibt hier alles irgendwie Essen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich will jetzt auch nicht die Frankfurter beleidigen. Irgendwas mit Musik. Das ist doch so ein Frankfurter Ding. Schreibt das in die Kommentare gerne. Ja, ja. Ich habe das nur einmal gesehen und ich fand das so ekelhaft. Das war damals ein Vlog von One Football mit Nico, der jetzt bei Calcio Berlin ist. Ja, das sah so ekelhaft aus. Wirklich, müsst ihr euch angucken. Gebt mal One Football Stadion Vlog ein. Katastrophe. Ekelhaft. Nice. Sehr gut. Auf jeden Fall auf Elite der Frankfurt Brody. So. Schmeiß mal noch ein paar Keyplayer rein, Kessim. Ich habe noch unseren Elate, habe ich auf Key runtergepackt. Ja. Hast du auch Key? Sticht. Ja. Elate. Sticht. Ein Platz down. Ersten Scorer gesammelt. Gegen den BVB hat er auch mir gefallen. Stark gespielt da. Genauso in Kiel war auch gut. Und gegen Gladbach und Frankfurt war er eher Keyplayer. Fängt die Bälle ab. Ist da die 9 der Bundesliga. Zweikämpfe solide, aber gib ihm mal den Schlüssel für Keyplayer. Habe ich genauso. Ich fand ihn jetzt zum Beispiel gestern gegen Frankfurt auch in Ordnung. Mhm. Man hat gestern in dem Spiel gesehen, warum ich denke und finde, warum er bisher in der Saison so stark war. Weil nach der gelb-roten Karte von Theat hat er richtig an Fahrt angenommen. Mhm. Und es liegt auch daran, dass Union bisher davor recht machbare Gegner hatte und er dort eben das, was er am besten kann, nämlich der Spielaufbau, komplett ausleben konnte. Und nach der gelb-roten Karte konnte er es auch gestern wieder machen. Jetzt kommen halt bei Union richtig harte Gegner und ich finde auch gestern gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass der in Zweikämpfen natürlich gut ist. Der hat ja auch mal Champions League gespielt bei Porto, also der kann das auf jeden Fall und bei Union auch. Aber ich finde auch, dass das Spiel gerade nicht mehr so auf ihn zugeschnitten ist. Dass zum Beispiel Danilo Döki gestern für mich auch eher rausgestochen ist in der Verteidigung. Deswegen für mich auch Keyplayer immer noch, weil er qualitativ wahrscheinlich immer noch der beste Spieler in der kompletten Mannschaft bei Union ist und da die auch nochmal spielerisch im Aufbau auf ein anderes Level hieft. Aber
für Elite reicht es für mich auch nicht mehr. Deswegen bei mir auch im Keyplayer drin. Sehr stark. Danilo Dürki auch 2,5 Liganzer-Note abgesahnt. Hat das gut gemacht. Aber reicht, glaube ich, noch nicht für die Pyramide. Ja. Stark. Ja, ich, sehr gut. Genau, Struktur verleihen. Das mache ich ja auch noch mal ganz kurz. Gehe ich noch mal kurz durch. Also Nico haben wir Sticht. Castello haben wir Sticht. Leite haben wir Sticht. Elite haben wir auch schon. Tutor mit Elite-Show Sticht. Jetzt müssen wir uns hier noch für zwei Spieler einigen. Und für mich ist es fein, wenn wir Grimaldo... Ich würde Smeed gerne hochpacken. Also damit können wir mal anfangen. Okay. Den, da gehe ich gerne mit Elite. Oh. Einfach alleine. Er hat drei geile Spiele gemacht und dann noch gegen Dortmund getroffen. Müssen wir hochpacken. Deswegen, Smeed, bin ich voll bei dir. Ziehen wir hoch auf Elite. Geil. Und dann müssen wir noch die Tar-Grimaldo-Debatte settlen. Aber dann ist doch perfekt, oder? Dann Tar und Grimaldo ist dann Key Player. Oh, oder bin ich falsch? Weiß ich nicht. das kommt drauf an, wenn du noch bei Elite hast. Dann müssen wir die leider noch offen lassen. Ah, okay. Okay, dann lassen wir die. Okay, aber schon mal Tutor und Smeed sind schon mal drin. Ah, genau, Die ich auf Elite habe, die kriegst du da nicht raus, glaube ich. Okay. Mach mal den ersten, wo du dir ganz sicher bist, weil der wird stechen. Beim zweiten bin ich mir nicht so sicher. Okay. Könnte sogar Weltklasse-Spieler sein bei dir. Maximal Mittelstädt. Ja, auch schlechtes Wortspiel eigentlich. So, starke 4 Wochen habe ich mir aufgeschrieben. 9 Torschussvorlagen in dem Zeitraum. Davon 5 alleine am Samstag in der Konferenz gegen eure Kieler. Der ist stabil im Zweikampf, habe ich mir angeguckt. Alter, als Außenverteidiger steht fast bei 65% Zweikämpfen, Tobi. Was ist da denn los? Habe ich mir abgeschrieben, Mittelstädt mit Mittelstärke. Also der hat da, der hat sich auch was beim Croissant geholt. Assist gegen Wolfsburg, Zucker auf Undav, spielt ihn da auch so, der hat so scharfe, geile Bälle, also wirklich schärfer als scharfe Soße. Und der gibt dir echt auch gute Points, gerade in den Manager-Games, habe ich mir auch nochmal angeguckt. Gib mal Mittelstädt noch eine Chance auf Elite, der bekommt nämlich jetzt auch ein stabiles Programm an die Hand mit in Leverkusen und dann gegen Frankfurt. Und dann kann er uns zeigen, ob er bulletproof ist. Ich habe ihn, er bleibt erstmal auf Elite bei uns. Also erstmal Sticht, ich habe ihn auch bei Elite. Und Mittelstädt mit Sriracha-Flanken wären 10 von 10 Podcast-Titel. Schade, den hätte ich mal heute Abend droppen sollen. Bei mir auch Elite. Ja, also ich finde ihn gut, aber es ist jetzt für mich, es war jetzt für mich nicht so clear. Ich dachte, du hast einen anderen, wo ich sage, also ich habe Mittelstädt auch bei Elite. Ich finde ihn auch richtig geil, aber ich habe noch jemanden dort, den ich dann noch mehr sehen will. Ich habe noch einen. Und zwar Mitch Weiser. Nein. Doch. 100%. Höher. Ui. Okay, warte, das ist noch geil. Das gefällt mir. Gefällt mir, Kassim. Geil. Pass auf. Wenn du ihn höher hast, dann packen wir Grimaldo und Tar in Keyplayer. Weil das, was ich höher habe, will ich auch höher haben. Geil. Ja, dann Grimaldo eingeloggt und Tar eingeloggt. Tar genauso. Oh, dann sind die Keyplayer voll. Dann haben wir Tutor und Mittelstädt bei Elite gelockt und Smeed. Und ich habe Weiser noch in den Raum geworfen, den hast du aber höher. Und dann geht es jetzt bei uns in den richtig elitären Weltklasse-Bereich hier. Ah, das ist geil. Und wir sind auch gut in der Zeit, mein Lieber. Heute mal ein bisschen die PS-Folge. Knackig. Sehr knackig unterwegs. Sehr gut. Ich hab deinen Lieblingsspieler. Dein Liebling, Min Jae. Gegen Frankfurt sogar mit einem Tor dabei. Oh, jetzt fliegen da die Mundwinkel in welche Richtung auch immer. Da hat er aber auch 3 Gegentore bekommen gegen die Frankfurter. Und die habe ich mir alle nochmal angeguckt, Tobi. Beim 1-1 von Marmoush, da klärt er den so komisch auf Knauf. Da weiß ich nicht, was da los ist. So, dann der dann direkt mit dem Assist. Guerrero kommt dann auch nicht mehr daher. Deswegen ist er auch schon längst aus der Pyramide geflogen. So, gegen Hugo. Auch da sieht er kein Land beim 2-1. Auch da kein gutes Positioning. Und dann beim 3-3, auch völlig fehlplatziert am Platz. Da gefiel er mir nicht gut, aber overall ist er noch Pässe, Zweikämpfe, Boden, alles Top 20. Deswegen bleibt Min Jae für mich gerne in der Elite, wenn Tobi damit fein ist. Ich habe ihn in Weltklasse. Du machst es anders diese Woche. Ja, ich war total begeistert, ihn live im Stadion gesehen zu haben. Oh. Ich war ja letzte Woche in der Allianz Arena, haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Mhm. Und Kim war für mich ein Top 4 Spieler auf dem Platz an dem Tag. Ui. Ich fand den so unglaublich geil. Jetzt am Wochenende, ich meine, gegen Bochum hast du nicht viele Aktionen gehabt und selbst da war er eigentlich in allen Aktionen, die er hatte, crispy clean und hat da kaum Fehler gemacht. Ja. Es war am Ende für mich auch das Battle. Ich habe aber Kim in Weltklasse reingepackt und Mitch dann dafür in Elite reingezogen, Mitch Weiser. Ist debattierbar. Das ist halt jetzt, wir haben vor 3 Wochen, als wir diese Pyramide das erste Mal gemacht haben, gesagt, dass es
schon an vielen Ecken schwer vergleichbar sein kann, Verteidiger miteinander zu ranken, weil Mitch Weiser spielt gefühlt halb offen oder im Halbraum offener Zehner gemischt mit einem Wingback und Kim ist halt Innenverteidiger. Wie vergleicht man das groß miteinander? Ist ziemlich schwierig. Ich habe mich dann trotzdem für Kim in Weltklasse entschieden, weil ich finde, er hat nichts verkehrt gemacht und seit du hier den Kim-Call gemacht hast, habe ich irgendwie ein ganz anderes Auge auf den Mann und finde ihn wirklich impressive und habe Mitch dafür eins runtergezogen. Ja, ist für mich aber, wie gesagt, debattierbar. Also wäre ich jetzt auch fein mit, wenn du Mitch in Weltklasse reinpacken willst nach den Leistungen in den letzten Wochen. Ich meine, auch Punkt gegen Leverkusen muss man erstmal holen und da auch wieder geil gespielt, auch wenn ohne Scorer. Kann man machen. Also von mir aus packen wir Kim in Elite und Mitch dafür dann hoch auf Weltklasse. Bin ich fein mit. Das sind ja hier verkehrte Rollen, du. Letztes Mal bin ich ja gar nicht dabei und jetzt lobst du den hier. Will ich ihn hochziehen? Jawohl, das ist der gefällt mir. Da du nimmst dir meine Worte wirklich zu Herzen. Finde ich gut. Gefällt mir. Sehr gut. Hat da doch eine gute Strahlkraft auf dich. Ich sag hier nochmal ein bisschen was zu Weiser, weil für mich ist er absolute Gamechanger in Bremen. Mhm. 3 Scorer, letzten 4 Spiele. Also gibt dir gerade wirklich auch gute Scoring-Upside. Dann gegen Bremen, okay, kein Scorer, aber kreierte Großchance, 2 Torschussvorlagen. Das muss er auch erstmal machen gegen den Meister. Ja. Und Wolfsburg, da fährt er mit dem VW drüber. Also wirklich kreierte Großchance aktuell, die 22. Dribblings gebe ich dir auch. Da könnte er noch ein bisschen zulegen. Aber der fühlt sich pudelwohl einfach in diesem Bremen-Konstrukt. Die sind super eingespielt. Check da auch gerne nochmal in die Shownotes, packe ich hier unten rein. Unser Mann Brian, Brian's Game Changer Notebook zum 8. Spieltag. Der erklärt euch nochmal alles, warum das so gut funktioniert, gerade mit Mitch. Und den grüße ich auch an der Stelle, weil der verfolgt hier auch immer sehr beste gerne Grüße. Den Daily. Beste Grüße. Und genau, mittlerweile auch eine Driving Force in unserem Gamechanger-Podcast, genauso wie Props an Weiser. Ihn, Mann, ohne Spaß. Genauso ist an seiner Rookie-Saison unterwegs und macht da einen geilen Job. Also ja, generell, oder? Ich habe auch Svenno letztens geschrieben, ich finde das Trio cool. Im Podcast sehr, sehr cool. Die haben eine geile Harmonie, stark. Also dicke Props an Gamechanger-Podcast an der Stelle. Dicke Props an auch das andere Trio nebenan, Fernschuss, yes. Port, gerne auch abchecken. Nice. Und ja, deswegen habe ich Weiser, auch er ist für mich Driving Force. Ja, okay. Cool. Können wir machen, ja. Ich habe schon geswitcht. Also Weiser bei mir jetzt auch im Weltklasse und Kim komplettiert dann unsere Elite-Kategorie. Bin ich cool mit. Geil. Und dann haben wir Weiser auf Weltklasse und dann haben wir da noch 2. Oh, das Editing wird laid back style. Heute ist entspannt. Ja, richtig gut. Richtig gute Nummer. Und die letzten 3 sind auch klar, aber vielleicht nicht ganz klar, wer wen noch auf die Legende holt. Willst du? Soll ich anfangen? Take it over. Okay. Ich glaube, jemand, wo wir uns jetzt sehr einig sein werden, der in Weltklasse reingehört, ist Upamecano. Sticht. Der bleibt da drin, ja, muss. Hat auch hier wochenlang, und das Geile ist, was heißt das Geile? Ist ja eigentlich ist was Schlimmes im Profifußball, dass die Leute da so verheizt werden, aber der kommt aus Muskelfaserriss. Ich habe immer noch das Gefühl, dass der nicht so richtig frei spielt, hat auch der Oberschenkel immer noch getaped gehabt in den letzten Wochen. Sowas fällt mir immer auf, weil ich immer so diesen Traumatologie, also diesen Verletzungsblick auf so Profifußball habe. Und er liefert halt trotzdem komplett ab. Er geht trotzdem in die Sprintduelle rein. Er gewinnt alles. Dayo spielt eine Weltklasse-Saison. Und deswegen für mich auch in Weltklasse mit drin. Passend dazu gehört für mich da absolut weiterhin mit rein. Ja, also ich finde auch geil, man merkt halt richtig, dass du die Spiele guckst, ne? Allein, dass du sowas siehst da mit dem getapten Ding, das habe ich gar nicht gesehen. Ich gucke ja auch die Spiele. Ich habe mir auch noch mal, Pässe sind clean bei ihm. Tor gegen Frankfurt war auch clean. 2 Kämpfe ist er für mich, Hot Take, eher Opa als Upa. Also gestern auch nur 44% Boden und 33% Luft. Junge, also das war nicht doll. Und ihn retten gerade so ein bisschen die geklärten Bälle und auch die abgefangenen Bälle. Da habe ich ihn mit 9 und 8 letzten 4 Wochen. Das ist es dann aber auch. Aber für mich reicht es auch. Weltklasse ist auch nicht unumstritten in unseren Kommentaren. Upa. Ja. Aber ich lasse ihn da auch gerne noch mal verweilen. Aber er ist für mich der Wackelstein, wenn wir das so ein bisschen auch gerade hatten mit Nico Schlotterbeck, dann ist er bei Weltklasse vielleicht der so runterhinkt. Genau. Okay. Okay, nice. Ich bin gespannt. Ich würde den nächsten machen. Und ich greife. Für mich ist es Captain Obvious, Kasim. Eigentlich schon, oder? Ich greife mir direkt die Legende. Ja. Das ist unser Sumsemann. Das ist Willi, unsere Biene. Sticht. Ja. Das ist ein Key Player. Straight auf die Legende gepackt, dem Mann. 2 Tore, letzten beiden Spiele, geklärte Bälle, letzten 4 Wochen. Tobi, 25 Bälle geklärt. Also
Der jagt dir da jedes Ding aus dem 16er weg. Zweikämpfe, Beast Mode, Orban habe ich hier, die 2 overall. Luftkampf, die 3 overall. 77,9%, 80,5%. Das ist unfucking fassbar, die Werte hier. Blocks pro Spiel, 1,6. Der blockt mehr aktuell als NBA-Spieler. Deswegen Orban dominiert gerade für mich die Liga und unsere Pyramide. Und ich finde es geil, dass ein Leipziger mit der besten Defense, dass die hier ganz oben gerankt sind. Ist auch vollkommen treffend. Also ja, wir fangen mal mit Willi Orban auch an. Das ist bei mir auch ganz klar, ganz, 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 ganz klar die Legende. Geil. Alleine, wenn man nur die letzten zwei Spiele anguckt. Der Mann ist 31 Jahre alt. Der ist schon, man denkt, okay, der wird langsam Richtung Opi. Wir haben es eben gesagt bei Upamecano. der geht langsam in ein Alter rein, wo es halt schwieriger wird. Das Geile ist aber, was auch immer eine schöne Dynamik im Profifußball ist, wenn du älter wirst, bringst du halt die Erfahrung mit. Als Beispiel zum Beispiel in Lewandowski in seinen letzten Jahren bei Bayern, wie der sich in der Box bewegt hat, ist Wahnsinn. Mhm. Und wenn du das Ganze umgekehrt betrachtest bei Willi Orban, ist es total krass, wie doll, man hat das Gefühl, er spielt seit 30 Jahren Profifußball. Der macht alles richtig. Vor zwei Spielen gegen Mainz. 6 von 6 Bodenzweikämpfe, 8 von 8 Luftzweikämpfe. 100% Junge. Zweikampfquote. Ja, schießt dann noch ein Tor und hat dann noch irgendwie eine 90% Passquote. Und gestern ja auch gegen Freiburg. Taucht er schon wieder in der Box auf, schiebt den wieder ein aller Stürmermanier und wird da wieder zum absoluten Matchwinner. Und auch hier wieder das Eye-Testing. Gerade gegen Freiburg. Freiburg ist keine Rollover-Mannschaft. Die haben auch ein geiles Spiel gemacht. Er ist in diesem Spiel, er war so gut darin, sich zu positionieren, wann er den Körper reinstellt, wann er eher den Raum verteidigt, wie er sich zu bewegen hat. Jeder Pass ist crispy clean. Willi Orban packt gerade das krasseste Old Man's Game aus in der Bundesliga, was ich seit langem gesehen habe. Und er ist für mich glasklar die Legende. Ganz, ganz klar der beste Verteidiger, den es aktuell in der Bundesliga gibt. Ja. Liebe ich, liebe ich. Crystal Clear, und du hast gerade irgendwas zum Raum gesagt, der ist leider heute, glaube ich, nicht dabei, wenn ich das vorwegnehmen darf. Ja. Aber ich kann das alles so unterschreiben und dann würde ich sagen, Tobi, take it away, unser letzter Mann auf Weltklasse. Letzter Mann, Fonzie Davis. Ja, ich finde es auch total absurd, was Davis, dem man im Sommer quasi schon gedanklich outgeruled hat, dass er Bayern verlassen wird, jetzt gerade für ein Spiel auspackt. Also gerade in den letzten drei Spielen, was der da bei Bayern spielt, gerade im Defensivverhalten, ist wirklich absurd. Also das war damals auch so eine Sache, ich erinnere mich da an ein BVB-Game, als Bayern-BVB so die Rivalität war. Das ist gefühlt 30 Jahre her. Nee, es ist so 3-4 Jahre her. Und er hat dort in diesem Spiel alles zugelaufen und war defensiv so eine Liability für den FC Bayern. Und er ist gerade wieder an genau diesem Punkt. Also was der in der Defensivbewegung, in Zweikämpfen, in Laufduellen für Bayern dazuläuft, ist unter anderem auch ein Grund, warum der FC Bayern gerade da steht, wo er steht. Und das hätte man vor der Saison auch nicht gedacht. Man dachte, Rafa ist, weil er einfach diesen spielerischen Ansatz hat, unter Kompany felsenfest gesetzt und die rechte Seite machen dann Bowie Sanesic. Ja, Plot-Twist, beide verletzen sich und jetzt spielen beide. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt sagen würdest, okay, heute ist Sanesic und Bowie wieder fit, dann wird Davies diesen Platz nicht verlassen. Der wird felsenfest gesetzt bleiben und eher geht ein Rafa Guerreiro raus, als dass ein Fonzie Davis beim FC Bayern rausrotieren wird. Der ist für mich aktuell der wichtigste Verteidiger beim FC Bayern und vor allem in der Harmonie mit Kemo und Upamecano ist das einfach überkrass, was die da gerade wieder für eine Defensive stellen. Deswegen für mich Fonzie ganz, 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 ganz klare Weltklasse. Perfekt. Perfekt. Er bekommt den News-Sticker. Er ist ganz neu dabei. Yes, ganz das ist krass. Fresh und clean kommt er rein. Ich habe auch nur geschrieben, Fonzie, more than back. 11 Torschussvorlagen, letzten 4 Spiele. Mittlerweile da auch Platz 21 ligaweit. Zweikämpfe top, hast du auch gerade so schön rausgearbeitet. Da auch von 71 bis 83% unterwegs. Pässe ganz clean auch angebracht. Und passt auch perfekt, auch wie du es beschrieben hast, zu diesem offensiven Spielstil von Kompany. Da gibt der einfach nochmal was ganz anderes. Ja. Und auch das Segment Dribblings, 46% in der Kombi mit Pace. Er ist aktuell der viertschnellste Spieler der Bundesliga mit Roadrunner Speed, genau 36,21 km/h. Gefällt mir richtig gut, Tobi. Und damit ist die Pyramide abgeschlossen. Also wir sind heute genauso schnell gelaufen wie Fonzie Davis. Ja. Und durchgeflogen. Genau, so ist es, so ist es. Perfekt, mein Lieber. Und du weißt, ich war heute pünktlich und ich habe dir gesagt, wenn ich nicht pünktlich bin, dann würde ich dir was spendieren, eine Stadionkarte. Ich würde es trotzdem in den Raum werfen. Ich würde sie dir trotzdem spendieren. Wenn wir ein cooles Spiel finden, dann können wir uns ja auch mal dann treffen und dann schauen wir uns nochmal die Bayern oder you name it. Dann machst du direkt den Hattrick perfekt. Dann hast du Bayern, Gladbach und vielleicht finden wir noch
ein cooles Game. Nice. Yes. Bin ich ja, dabei, Kessim, kann ich schon sagen. Habe ich Bock. Sehr wir gut. Müssen natürlich wie immer noch picken. Ich bin gespannt. Wir müssen picken. So sieht's aus. Die Picks sind für mich, ja, Jonathan Tah, Key Player. Wenn ich anfangen darf. Ja, für mich auch. Für mich auch. Nice. Dann mache ich hier mal ein TK drauf. Elite ist für mich, ja, ich gehe hier vielleicht auch mit Sympathie, aber ich nehme Smeed. Right. Ja, für mich muss es Kim sein. Ich würde auch gerne mit Tuta reinreiten, aber ich muss mit Kim gehen, den ich ja ursprünglich in Weltklasse hatte. Nice. Reingeritten hast du mich heute übrigens nicht, das ist gut. dann Weiser Opa Davis. Wir müssen, glaube ich, beide mit Davis gehen, oder? Das ja, war, muss. Am ernsten, muss, Kuss. Der war am dichtest noch dran für mich, mit Hinblick genau. Auf Legende. Ein Geil. Tor weniger, dann hätte es knapp werden können bei Willi Orban. Mit ja. Zwei Toren ist er halt nichts vom Thron zu stoßen. Nein. Too good for too Legend. Good, yes. Nice, mate. So, mein Lieber, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. So schnell geht das heute, ne? Cool, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag, eine schöne Restwoche. Du bist heute wieder, glaube ich, fleißig. Die Hanteln wegballern, wegdrücken. Hell yeah. Nice. Cool, und dann... Freue mich jetzt schon. Perfekt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, mein Lieber. Wir hatten vor 4 Wochen die Breakout-Spieler. Wir haben jetzt... Agent Stun hat sich nochmal gemeldet in den Kommentaren. Der hätte gerne... die letzten 20 Jahre irgendwie die besten Spieler. Das wäre so eine All-Star-Serie. Das können wir vielleicht nochmal am Ende vielleicht nochmal machen. Fand ich auch eine richtig coole Idee von ihm. Ja. Der ist da auch sehr aktiv in den Kommentaren. Gefällt mir, Agent. Da auch Big Shoutout, Big Grease raus an den Mann. Und wollen wir nächstes Mal nochmal Breakout gehen? Können wir noch überlegen, oder? Vielleicht können die Leute auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine coolere Idee habt. Das ist bei mir bei den Tierlisten auch immer so eine Sache. Die Leute haben meistens geile Einfälle. Also es geht darum, wir machen quasi wieder eine Pyramide, die unabhängig jetzt von Verteidiger, Stürmer und Mittelfeld ist. Und letztes Mal haben wir Breakout-Spieler gemacht. Jetzt nochmal Breakout-Spieler, weiß nicht, würde auch funktionieren mit Sicherheit, weil sich ja Woche für Woche natürlich auch neue Spieler auftun. Aber vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wäre cool. Nice, wir hatten auch einen Kommentar, der will die Pyramide für den nächsten Spieltag. Aber das ist dann halt sehr, das ist... Die Halbwertszeit ist ja nicht so hoch, ja. Ja, einmal das und dann hast du es sehr team-driven dann. Wenn dann einer ein gutes Matchup hat, dann hast du da 7 Bayern drin oder wie. Das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Müsste man dann vielleicht nochmal, ja. Aber ich bin gespannt, genau. Das war der Appell an euch, ne? Call to Action und da wollen wir Action sehen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, dir gebührt das letzte Wort. Tobi, möchtest du noch was sagen? Oh, ich glaube, ich bin auserzählt heute. Heute war alles schön knackig, alles super. Cool. Cool. Ich habe es dir schon im Off erzählt. Ich bin am Wochenende wieder im Stadion. Da kann ich mir unsere El Giraffe live angucken, wie er den Bremern 1-2 einschädeln wird. Glaub mir, ihr werdet meinen Schrei hören, wenn Tim Kleinitz trifft. Das wird man durch die Live-Übertragung sehen. Keine Sorge. Richtig gut. Gladbach zockt gegen, sagst du noch mal? Bremen. Am Sonntag, ne? Letztes Spiel, glaube ich. Das Spieltag. Yes, 17:30 Spiel. Oh, hot. Aber bist du damit mit Paul? Mit Bremen. Paul ist unter anderem auch dabei, ja. Jakob kann leider nicht. Ach, aber ich bin da mit 7, 8 Jungs aus unserem Ligensystem. Also das wird sogar 9. Also echt viele Leute, die da dabei sind aus meinem Ligensystem. Wenn man seit Jahren da immer so kleine Stadion trifft, so 1-2 Mal im Jahr, freue ich mich sehr drauf. Wird sehr, sehr, sehr cool hoffentlich. Und wie gesagt, die Sonntagsruhe wird auf jeden Fall gestört werden, wenn Tim Kleinitz trifft. Das kann ich jetzt schon sagen. Das ist geil, dass ihr sowas organisiert. Müssen wir für die zweite Liga eigentlich auch nochmal organisieren. Da bin ich cool. Komplett abdümpeln gerade. Richtig gut. Ja, dann Gruß auf jeden Fall auch an Paul. Nicht, dass er da noch ein Bier irgendwie an den Kopf bekommt. Mit Werder-Trikot wird wahrscheinlich gut eingepackt sein. Shoutout an Paul. Der hat den MVP gecallt. Musiala. Also Paul wird auf den Punkt, also er hat den besten Tipp abgegeben bei diesem Insta-Post von Kickbase und wird da auch im Podcast im Outro sein. Deswegen, dicke Props an Paul an der Stelle. Ja. Nice, schöne Side-Promo hier. Nice, und jetzt machen wir es wirklich schön zu, mein Lieber. Ich wünsche dir eine geile Woche und wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen Kategorie. Let's go und ciao. So sieht's aus. Willi Orban, unsere neue Abwehrlegende hier. Und wenn ihr noch Bock habt auf Pyramide, gab's gestern noch was. Gewinner ohne Scorer, auch im Pyramiden-Style. Und damit wünsche ich euch weiterhin eine schicke Woche. Tschüss.